In diesem Tutorial werden wir uns einen Spezialfall der Spiegelung anschauen, und zwar Spiegelung einer Geraden an einer Ebene, wenn die Gerade und die Ebene zueinander parallel sind. Als erstes wollen wir uns die Situation anhand einer Skizze vorstellen. Das Ganze könnte wie folgt aussehen. Wir haben eine Gerade G und eine Ebene E, die zueinander parallel sind. Unser Ziel ist, die Spiegelgerade G' zu bestimmen. Und um das zu erzielen, brauchen wir eigentlich nur zwei Sachen. Einmal brauchen wir einen Stützvektor bzw. einen Punkt, das auf G' liegt. Und zweitens einen Richtungsvektor. Anhand einer kleinen Beispielaufgabe werden wir gleich rechnerisch sehen, wie das möglich wäre. Also, wir haben an dieser Stelle eine Gerade und eine Ebene, die zueinander parallel sind. Und unser Ziel war, die Spiegelgerade G' zu bestimmen. Also, die deute ich jetzt nochmal hier kurz an. Wir haben bereits geklärt, um die Gleichung für G' aufzustellen, brauchen wir einen Stütz- und einen Richtungsvektor. Fangen wir mit dem einfacheren Teil an. Weil die Gerade G und die Spiegelgerade G' zueinander parallel sind, was man hier ganz gut erkennen kann, können sie gegebenenfalls auch den gleichen Richtungsvektor haben. Das wäre dann dieser hier, 2, 1, 2. Das bedeutet, der Richtungsvektor von G ist oder kann identisch sein mit dem Richtungsvektor von G'. Sie können entweder gleich sein oder Vielfache. Aus diesem Grund ist unser erster Schritt bei der Lösung, den Richtungsvektor für G' anzugeben. Also RG' ist dann nichts anderes als der Richtungsvektor von G und er lautet 2, 1, 2. Also eine Sorge weniger. Als nächstes brauchen wir allerdings noch einen Punkt, was auf G' liegt, und das ist ein bisschen unangenehmer. Dafür müssen wir einen Punkt von G nehmen. Ich bezeichne ihn jetzt als P. Und diesen Punkt von der Geraden G muss an der Ebene E gespiegelt werden über einen Lotuspunkt. Und somit kriegt man hier auf G' einen Spiegelpunkt P'. So, die Frage ist, was nehmen wir jetzt als P? Naja, dafür können wir den Stützvektor oder den Stützpunkt der Geraden G wählen. Also das hier wäre unser P. Das kann ich auch hier an der Seite ausführlich schreiben. P wäre dann 1, minus 2 und 3. Also, unser zweiter Schritt wäre dann, den Stützvektor von G an E zu spiegeln, so dass man den Bildpunkt P' bestimmt. Und dafür bildet man zuerst eine sogenannte Lotgerade durch diese drei Punkte. Und diese Gerade wird natürlich orthogonal zu der Ebene stehen. Also, für die Lotgerade, ich bezeichne sie jetzt einfach mal mit GL von Lotgerade, brauchen wir einen Stütz- und einen Richtungsvektor. Also hier kommt unser Lotgerade GL. Als Stützvektor nehmen wir einen Punkt, was wir kennen, auf dieser Geraden liegt. Und das ist P natürlich. 1, minus 2 und 3. Plus T mal. Und jetzt brauchen wir noch einen Richtungsvektor. Wir haben bereits vorher erwähnt, dass die Gerade orthogonal zu der Ebene steht. Deshalb können wir zu unserer Ebenengleichung gehen und den Normalvektor klauen. Das wäre in diesem Fall 1, 0 und minus 1. Das sind genau die Koeffizienten von x1, x2 und x3. Also 1, 0, minus 1 wäre dann unser Richtungsvektor. Und diesen Lotfußpunkt, das wir unbedingt benötigen, um P' rauszubekommen, ist ja nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen dieser Lotgerade und der Ebene. Das bedeutet, wir zerlegen jetzt diese Lotgerade in einzelnen Koordinaten. Also x1 wäre dann 1 plus t. x2 sind dann nur minus 2 und x3 ist dann 3 minus t. Und diese Koordinaten setzen wir dann in unsere Ebenengleichung ein. Natürlich nur für x1 und x3, x2 gibt es bei uns nicht. Also das Ganze könnte wie folgt aussehen. 1 plus t minus, Klammer auf, 3 minus t sind 0. Dann Klammer auf, lösen und zusammenfassen. 1 plus t minus 3 plus t sind 0. Dann habe ich t plus t sind ja entsprechend 2t. Und 1 minus 3 sind minus 2. Die minus 2 bringe ich mit plus 2 rüber. Habe hier 2. Somit ist t gleich 1. Diesen t-Wert nehme ich jetzt, setze es in unser Lotgerade ein und damit kriegen wir den Lotfußpunkt raus. Also dann schreibe ich hier kurz an der Seite
T in GL einsetzen und der Lotuspunkt hätte dann die Koordinaten, wenn wir oben einsetzen, die 1, 2, minus 2 und 3, minus 1 sind wieder 2. Gut, wie hilft uns das jetzt weiter? Naja, wir haben P und wir haben L. Und jetzt wollen wir diesen Bildpunkt P' bestimmen. Aus diesem Grund bilden wir eine sogenannte Linearkombination. Also wir stellen uns vor, vereinfacht, hier irgendwo ist unser Koordinatenursprung. Und was wir eigentlich möchten, ist dieser Ortsvektor zu P'. Und jetzt brauchen wir einen Alternativweg von O nach P'. Wir könnten zum Beispiel erstmal zu L gehen mit OL. Und dann von L aus müssten wir L' wählen, das kennen wir natürlich nicht. Aber L' ist identisch mit dem Vektor PL, was wir problemlos an dieser Stelle hier bestimmen können. L ist ja genau die Mitte zwischen P und P', aus diesem Grund sind sie identisch, die Vektoren. Also, unsere Linearkombination lautet dann entsprechend. OP' wäre dann OL plus PL. Gut, und das rechnen wir aus. OL ist nichts anderes als der Ortsvektor zu L. Entsprechend 2, minus 2 und 2. Und dieser Vektor PL bedeutet nichts anderes als L minus P. Das ist ja ein Verbindungsvektor. Also 2 minus 1 sind 1. Minus 2 minus minus 2 sind 0. Und 2 minus 3 sind minus 1. Also das wäre L minus P an dieser Stelle. Zusammengefasst ergibt das Ganze dann 3, minus 2 und 1. Und das sind dann die Koordinaten des Bildpunktes P', den wir benötigen, um jetzt gleich die Gleichung der Spiegelgeraden aufzustellen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Schritt, und zwar die Gleichung der Spiegelgeraden aufzustellen. Dafür brauche ich einfach nur diesen Punkt P', den wir jetzt als Stützvektor nehmen, also 3, minus 2 und 1, plus irgendein Parameter, sagen wir R, mal, und der Richtungsvektor hatten wir schon hier oben an dieser Stelle, 2, 1, 2. Damit ist die Aufgabe fertig. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ich habe bereits in der oberen Rechnung gemerkt, wir haben eine Menge Grundlagen benutzt, wie zum Beispiel Spiegelung Punkt an Ebene. Also, die Grundarten von Spiegelung sollen bekannt sein, sonst sind diese speziellen Sachen schwer nachzuvollziehen. Dann gibt es noch weitere spezielle Spiegelungsfälle, wie zum Beispiel Ebene an Ebene. Und im Zusammenhang mit diesen Tutorials gibt es noch einen anderen Fall, und zwar gerade an Ebene spiegeln, wenn sie sich schneiden. Diese anderen Tutorials findet ihr natürlich in der gleichen Playlist.